Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Blazblack 2 Challenge Mode Nuzlocke Challenge. Bam! Dieser Titel, ne, der ist echt, er ist ein bisschen mühselig, aber nicht so mühselig wie das Projekt, denn ich habe richtig Bock auf das Projekt. Das war so eine Scheißüberleitung, aber scheißegal, wir machen jetzt einfach mit dem weiter, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Und zwar habe ich das Team ein wenig trainiert. Hat ja jetzt nicht allzu lange gedauert. Beethoven habe ich jetzt einfach dabei gelassen bei Level 11. Die Level Cap sitzt momentan bei Level 14. Trotzdem danke ich Andy für die Unterstützung für die Level Caps. Du kannst ja trotzdem die Level Caps mir in die Kommentare schreiben. Also wenn ich jetzt beim zweiten oder kurz vorm zweiten Arena-Leiter stehe, dass du mir vielleicht dann noch in den Part sagen kannst, wo die Level Cap steht. Das würde mir helfen. Dann müsste ich nicht persönlich immer reingucken, weil ich vergesse sowas auch sehr schnell mal. Also ich nehme deine Hilfe gerne an, was die Level Caps angeht. Für den ersten Arena-Leiter weiß ich aber, dass die bei 14 liegt, denn sein stärkstes Pokémon sitzt bei Level 14. Jetzt habe ich mich natürlich ein wenig spoilern lassen, aber keine Sorge. Ich kenne nur ein Pokémon von ihm. Die anderen könnte ich mir natürlich ein wenig selbst aus den Ärmel ziehen. Aber ich kenne nur sein Level 14 Pokémon. Die anderen fallen mir jetzt gerade nicht wirklich ein. Und das meine ich wirklich ernst. Ich schwöre so auf Babaji, dass es so ist. Dass ich mich nicht mehr wirklich an die erinnern kann. Ich habe aber etwas gesehen beim Training. Und zwar Beethoven 32 Attack. Das ist absolut geisteskrank. Und Andi hat auch in die Kommentare geschrieben, dass Käferbiss anscheinend auch von Techniker geboostet wird. Ich dachte, das waren Attacken, die nur 50 oder darunter Stärke haben. Aber anscheinend wird Käferbiss auch geboostet. Wusste ich jetzt nicht, aber... Wobei. Andi meint doch wahrscheinlich einfach nur Step-Käferbiss mit 90, oder? Gut, Andi, dann tut's mir leid, das wollte ich nämlich nicht, das dann falsch gelesen, ich habe deinen Kommentar dann falsch interpretiert, es tut mir leid. Gaiden, hier auf Level 10, noch sehr schlechte Werte, ist ja auch noch ein Samurzel. Sakazuki hat sich nicht wirklich was geändert und Rememberman, ja, sitzt auf Level 10 auch, so. Und dann begeben wir uns mal hier weiter in den kleineren Wald und machen uns mal auf die Suche nach den gestohlenen Pokémon der Ranch. So, ja, das ist ein ganz komisches Matchup. Also, Zerpeise gegen Schwalbini, das gehe ich nicht ein. Aber wir wollen natürlich gegen diesen Teenager hier kämpfen. Bin ich eigentlich der Einzige, der früher die Teenager nie Teenager ausgesprochen hat, sondern Teenager? Ich kann mich erinnern, als ich Pokémon Rot auf dem Gameboy meiner Schwester gespielt habe. Also auf dem dicken Gameboy, nicht auf Gameboy Color, auf dem dicken Gameboy. Ich erinnere mich an diese Teenager, die nach, Mamoria City, also da, wo Rocco halt Arena-Leiter ist. Mamoria City, ne? Ja, war Mamoria City. Die nach Mamoria City da standen. Und da habe ich erst drauf geachtet. Und da ist mir aufgefallen, hey, sag mal, was ist das denn? Teenager? Kenne ich nicht. Egal. Also das fand ich halt immer, also ich habe halt früher mal gedacht, die würden Teenager ausgesprochen werden und nicht Teenager. Naja. Kann man so sehen, wie man will. Mir ist heute wieder keine Frage des Tages eingefallen. Ich sollte so etwas machen, wie Regi zwischendurch das immer gemacht hat. Der hat halt immer die Fragen für den Tag, für die Episode immer sozusagen in Anführungszeichen vorbereitet. Hat die dann im Part irgendwie ausgesprochen, hat seine Meinung, sein Senf halt dazu gegeben zu dieser Frage des Tages. Ah, da höre ich schon direkt das Pokémon. Und danach hat er halt sozusagen die Abonnenten gefragt. So sollte ich das vielleicht auch machen, denn die ersten beiden Fragen, also das erste war halt, welchen Start hättet ihr genommen? Andy hat ja in die Kommentare geschrieben, dass er Seppifeuer hätte genommen. Er hat das ja auch schon in seinem Solo-Run. Warte mal, war es ein Solo-Run oder war das ein Mono-Run? Ich glaube Mono-Run, wenn mich nicht alles täuscht. In seinem Pflanze-Mono-Run hat er das ja verwendet. Und anscheinend hätte er auch den Starter genommen. Jetzt also Seppifeuer nochmal. Aus der 5. Gen hat er ja nochmal extra hingeschrieben. Hallo Huthut. Sehr schön mit dir Bekanntschaft zu machen. Wobei, ich habe schon mit dir Bekanntschaft gemacht. Ich habe ja trainiert. Also Huthuts habe ich schon gesehen. Habe ich alles gesehen, sowas. Alles gesehen in meinem Leben. So viel gesehen, davon träumste. So, Hallihallöchen, was machst du da mit dem armen Yorkleff? Vergewaltigst du das deine Ecke? Macht man ja überhaupt gar nicht. Gut, ich kann mir jetzt natürlich während der Folge hier... Ah, Frustration blieb es, okay.
Ich könnte mir natürlich jetzt während der Folge irgendeine Frage des Tages überlegen. Das wäre natürlich schon mal nicht schlecht. Ja, kann ich sogar. Pass mal auf. Ich kann mir jetzt sogar eine Frage des Tages mal überlegen. Und zwar was ganz Stupides, was ganz Normales. Pokémon Sun and Moon kommen ja am Freitag raus. Am 18. glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, sollte das sein. Und ich glaube aber nicht für Deutschland, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Weiß ich jetzt gerade nicht. Das weiß ich jetzt gerade überhaupt nicht. Auf jeden Fall steht Sun and Moon wieder kurz vor der Tür. Und deswegen werfe ich jetzt mal die Frage in den Raum. Was werdet ihr euch kaufen? Pokémon Sun oder Pokémon Moon? Also Pokémon Sonne oder Pokémon Mond? Ich für meinen Teil würde mir, glaube ich, lieber Pokémon Mond holen. Ganz einfach, weil ich bin jetzt vielleicht nicht so der extreme Nachtmensch. Also in Form von Clubs, Partys etc. pp. Oder sowas. Das würde ich jetzt gar nicht so wirklich sagen. Aber ich bin ein Nachtmensch, was zum Beispiel... ich will beim Fahrrad bleiben. Was zum Beispiel Gaming angeht. Man sieht mich meistens in der Nacht anstelle von tagsüber. Naja, deswegen würde ich mir wahrscheinlich auch lieber Pokémon Moon holen. Wer es noch nicht weiß, die Zeitverschiebung in Pokémon Sun and Moon ist halt so, dass für uns Pokémon Sun ganz normal sein wird und Pokémon Moon wird für uns 12 Stunden verschoben sein. So dass man halt, während man in Wirklichkeit hier tagsüber spielt, dann eigentlich nachts spielt. Außerdem finde ich, dass Pokémon, wie heißt es nochmal, Lunala, ach, was weiß ich, das legendäre Pokémon oder das Cover-Pokémon von Pokémon Mond viel, viel cooler als dieser Sonnenlöwe, was auch immer da. Mir fallen die Namen halt nicht ein. So ab Generation 6, fängt auch schon ein bisschen bei 5 an, habe ich diese Pokémon-Namen irgendwie nicht mehr wirklich im Kopf. Damals, als das Leben noch viel schöner war, ne? Früher war das noch so, da konnte ich jedes einzelne Pokémon, also 493 Pokémon, früher waren es ja noch die Pokémon, da gab es ja nicht mehr, die konnte ich früher alle auswendig aufsagen. Vielleicht hätte ich da hier und da einen vergessen, wenn jemand da vielleicht auf dem Zettel aufgeschrieben hätte, dann wäre mir das wieder eingefallen. Weil ich kann da ja nicht in meinem Kopf noch währenddessen denken, ah, was habe ich jetzt wieder übersprungen und so. Aber ich konnte die alle aufsagen. So ab der fünften Generation, da hat es ein bisschen aufgehört. Da sind langsam mir so die Namen entfallen, da ist dann ein bisschen so Pause, was die ganzen auswendig... ist das der Typ? Sind das jetzt die Typen hier mit den Affen oder was? Also da sind mir so langsam die Namen halt entfallen. Andi hat halt außerdem noch in die Kommentare zum letzten Part hat Andi die Frage des Tages beantwortet mit, dass er momentan die fünfte als seine Lieblingsgeneration abstempelt. Er hat, glaube ich, dazu geschrieben gehabt, aber mal gucken, was Sun and Moon mit sich birgt oder irgendwas in der Art hat er halt geschrieben gehabt. Bin mir da jetzt nicht allzu sehr sicher. Und wieso hast du einen Starter, du dummer Cheater? Woher hast du einen Starter? Ja gut, da kann man natürlich auch sagen, die Professoren haben auch irgendwo diesen Starter her, also von daher. Verstehst aber auch nicht, wieso die Starter so selten sind in der Pokémon-Welt. Ich verstehe es irgendwie nicht. Wieso sind die Starter so selten in der Pokémon-Welt? Das ist mal so irgendwas, was mir mal jemand irgendwie beantworten kann. Weil irgendwoher müssen es die Professoren ja haben. Und nicht so viele Leute haben diese Pokémon anscheinend. Außer natürlich den Rivale, der es natürlich auch für einen Professor hat. Oder wie in Pokémon Kristall Silber und Gold geklaut hat. das ist natürlich jetzt uncool. Vigimak. Ich würde ja sagen, Zipeise sollte das Ganze mal regeln, aber der ist ja schon auf Level 12. Ich möchte jetzt nicht unbedingt auf Level 15 irgendwann geraten. Aber gut, das sind ja noch 3 Level bis dahin. Das sollte erstmal in Ordnung gehen, würde ich sagen. Hat nicht auch Andi in die Kommentare geschrieben gehabt, dass es sich irgendwie freut, auch mal, also falls es zu einem Tengulis kommt, dass er irgendwie jetzt mal ein speziell gespieltes Tengulis sehen will. Ja, darauf freue ich mich natürlich auch schon. Also da freue ich mich echt so krass drauf, das glaubst du mir nicht. Wie ein Schnitzel freue ich mich da drauf, nicht? Ich weiß nicht mal, kann man Tengulis überhaupt speziell spielen? Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Gibt es irgendwelche Movesets, die man Tengulis irgendwie in irgendeiner Weise, wie man Tengulis auf irgendeine Art und Weise speziell aufbauen kann? Also, ich wüsste es nicht. Mir würde da jetzt nie wirklich was einfallen.
mir fällt ja nicht mal ein, welche speziellen Attacken Tengulis überhaupt hat. Ah, der Medaillenmann. Ja, du bist mir aber auch einer. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, als ich Pokémon Schwarz 2 gespielt habe, habe ich sogar wirklich versucht, diese ganzen Medaillen zu sammeln. Ja, ich kenne das. Ja, ach, jetzt erklärt er es trotzdem. Ich habe sogar wirklich versucht, diese Medaillen zu sammeln. Ich fand das sogar cool, muss ich sagen. Manche finden das extrem nervig und komplett unnötig oder so, aber ich habe es sogar gern gemacht mit den Medaillen. Ich hätte nichts dagegen, wenn Pokémon Sun & Moon so etwas nochmal auftreten würde. Weil, naja, wie gesagt, mir hat das in Pokémon Schwarz 2 also sogar ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich... Also, da muss man jetzt mal sagen, du, ja, da kann man ja mal sagen, so. Das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ah, da steht auch schon direkt der Medaillenmann da, direkt an der Seite. Ich habe ja gestern meine FIFA-Karriere auch angefangen. Der allererste Part zu einem neuen Projekt, nämlich FIFA-Karrieremodus. Und heute wird ja kein wirklicher Karrieremodus-Part hochgeladen werden. Heute wird das nämlich so sein, dass ich einfach ein kleines Infovideo raushaue. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand hier von den Pokémon-Zuschauern außer Nickel, FIFA guckt. Das weiß ich nicht. Aber schon mal eine kleine Info vorne rein, vorne weg. Ach egal, vorne weg, denke ich mal. Der geht schon wieder los mit den ganzen Sprüchen, die ich so rausknallen möchte, die mir aber nicht einfallen. Oder die ich halt vollkommen verkacke. Und ich möchte Deutsch als P5 machen. Als mündliche Prüfung. Na, das läuft ja schon mal sehr gut. Wo war ich stehen geblieben? Genau, hier. FIFA. Heute wird halt kein richtiger FIFA-Part kommen, sondern eher so ein Part, wo ich halt meine Zuschauer dazu begeistern möchte, mir Spielernamen in die Kommentare zu schreiben, die ich mir zu meiner Karriere kaufen soll, leihen soll und natürlich auch Spieler, die ich verkaufen soll aus meinem Team. Dazu kommt heute dann ein Video. Nach Pokémon Blaze Black natürlich dann. Und ja, ich bin eigentlich sogar schon ziemlich gespannt, welche Vorschläge da kommen. Ich habe mir schon selbst ein bisschen was überlegt, welche Spieler ich mir da verpflichten soll, welche Spieler ich verkaufen soll. Vor allem, weil man ja nicht vergessen darf, ist Werder Bremen. Werder Bremen ist mein absoluter Lieblingsverein und... Wobei, ich lasse es noch bei Guiden. Und... ja, jetzt wollte ich irgendwas sagen. Ist mein absoluter Lieblingsverein und deswegen weiß ich auch, wie ich das Ganze so ein bisschen handeln muss. So, das wollte ich sagen. AX-Items. Ich glaube, ich habe das schon mal im Bloody Platin gesagt. X-Items werden sogar unterschätzt. So in Speedruns zum Beispiel werden die sogar Roxanne? That's probably no better way to learn. No. Ich erinnere mich nämlich, wie Andy mir geschrieben hat, dass hier irgendwo in jeder Stadt, wo auch ein Arena-Leiter ist, eine Person steht, die gegen dich kämpfen möchte und dass ich die erst ja, in Anspruch nehmen soll, wenn ich den Arena-Leiter besiegt habe, weil es da anscheinend schon Problematiken gab bei Regibang. Und schon mal die Frage zu beantworten, nein Andy, ich habe Blaze Black bei Regibang nicht geguckt. Habe ich wirklich nicht, habe ich nicht geguckt. Oder Worldwide hat er ja nur gespielt, ne? Worldwide hat er ja, glaube ich, nur gespielt. War ja so, ne? Und die Egglock war jetzt ja. Ja, genau, ich glaube, so war das. Ach komm, ich bleibe einfach mal bei Remember Man. Habe ich nicht geschaut, ja? Also ich weiß nicht, was da auf mich zukommt, aber nach dem Arena-Leiter werde ich es da mal ausprobieren. So, Pedro, zeig mal, was du drauf hast mit dem Ratata. Ratata. Wie aus dem Versus Run. Ratata. Ich denke mal, viele an euch erinnern sich noch an den Versus Run. Der Versus Run. Irgendwie vermisse ich den schon. Auch wenn ich gar keinen Bock habe auf den eigentlich, wegen dieser Scheiße, die da in letzter Zeit passiert ist. Ich muss aber auch ein bisschen aufpassen hier, ne? So. Sagt die Oma La Paloma, oder was? So, Level 11. Ich habe nachgeguckt, Enthoron ist in dem Spiel sogar ein Psycho-Pokémon. Richtig nice. Enthoron selbst noch nicht, das müsste euch ja auch schon aufgefallen sein. Whismur. Daniel hatte das im Versus Run mal gefragt gehabt, in einem Part, das war Flurmel. Sakazuki, bitte in den Kampf. Ja, Wolski. Hatte ich doch, also, ich meine, das war gelesen, war das. Also, da musste ich mich ja nicht mal richtig anstrengen, ich weiß einfach, welche Pokémon das sind. Die englischen Namen, die liegen mir so gut wie... Pff.
wie Messi Fußball spielen kann. So ein krasser Hardcore-Freestyle hier, Leute. Yeah. Kauft meine Platte, mein Album, please. Danke. Ach, Mann. Was laber ich da? So Beethoven, zeig mal, was du drauf hast. Ich wollte eigentlich... Zuallererst habe ich mir das überlegt gehabt, Beethoven nicht Beethoven zu nennen, sondern A-Drive. Kennt ihr den YouTuber A-Drive? Ist auch so ein Pokémon-YouTuber aus dem englischen Bereich. Ich glaube, rund 150.000 Abonnenten, wenn wir hier alles durch... Nature Power. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich nice. Da benutze ich beide halt am wenigsten. A-Drive, 150.000 Abonnenten auf YouTube. Streamt auch ziemlich oft. Und jetzt geht's gerade um die Streams. Sein Subscriber-Sound ist nämlich ein Zirpeise, das Dilli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 l
Und Sublanas kann uns natürlich auf jeden Fall viel, 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 viel mehr weiterhelfen als unser Murzel. Das muss ja auch einfach mal gesagt werden. Ich denke mal... Remember Man könnte natürlich auch ein Level mal vertragen. Das Level möchte ich ja eigentlich immer verschieben auf Offscreen natürlich. Das gehört für mich irgendwie nicht wirklich in den Onscreen-Bildschirm. Weil hier wollt ihr Action sehen, die pure Action. Ihr wollt von mir nur sehen, wie ich andere Pokémon zermetzel. Und Training ist halt so relativ langweilig. Vor allem, wenn man gegen solche Low-Level-Gegner kämpft halt. Und wo ich Nature Power im Gras einsetze, um Käfer-Pokémon mit Pflanzenattacken zu treffen und ich sie damit umbringe. Und ich 4 fucking XP kriege. Warte mal, das speed ich. Das speed ich. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf, du. Das hat die Oma la Paloma da wert. Da greife ich lieber so an. Verzeiht mir das Speeden. Normalerweise will ich das ja nicht machen mit einem Let's Play. Das ist halt auch irgendwie so. So das Speeden mit einem Let's Play mache ich auch nicht gerne, weil ich mir halt so denke, es nimmt halt irgendwie Spielfluss raus. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist halt irgendwie, das ist nicht schön anzusehen, wenn jemand da am Speeden ist. Aber ich möchte halt... Ah, jetzt hier. Ich möchte mir nur einen Blanas halt holen. Wisst ihr, wie ich meine? Das bleibt mir doch noch gegönnt hier. So, Blanas. Hallo, Blanas. Nice, wir haben einen Nuzleaf. Und er will Razor Leaf sogar erlernen. Razor Sharp! Das ist natürlich sexy. Also, ich mach's aber eher weg anstelle von Harden. Das hat den Hintergedanken, da Bullet Seed öfter trifft, erstens. Und zweitens, das war's auch wieder. Ja. Wir sind auf jeden Fall jetzt in der Level Cap angekommen, was bei Blanas angeht. Das bedeutet, Blanas sollte jetzt nicht mehr trainiert werden. Ich kann es natürlich im Kampf einsetzen, aber sobald es Level 15 erreicht, sollte ich es eigentlich vermeiden, das Pokémon einzusetzen. Gut, wenn es eine auswegslose Situation ist, von wegen, ich habe nur noch ein Pokémon, das ist Blanas, alle anderen sind halt gestorben, dann müssen wir irgendwie gucken, wie wir das Ganze dann regeltechnisch oder strafentechnisch mehr auswerkeln. Aber so weit ist es ja noch nicht gekommen. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass wenn man hinter der Trainerschule guckt, also wenn man in der Stadt ist, dass dahinter eigentlich so gut wie gar kein Hintergarten ist. Und man kommt hier so durch die Tür rausgelaufen, aber hast du da so zwei Fußballfelder für Kleinkinder, hast hier noch so ein paar Stangen, was auch immer, das ist so eine Kletterwand, ein paar Bänke, hast die Leute stehen und so weiter, hast hier sogar noch so ein Klettergerüst, kann man den eigentlich bezwingen? Nee, schade. Hast hier noch ein Klettergerüst, hast hier noch ein Podium, Scheinwerfer und alles. Ach, hier sogar was ist das? Ach, diese, Streuwagen. Nee, wie nennt man das? Diese Linienfahrzeuge, die da hier, diese Linien hier verursachen. Aber wenn du draußen bist, außerhalb der Stadt, dann siehst du natürlich nie ein Stück von irgendwas davon, also. Seems legit. So, Gaiden, du brauchst deinen XP-Share nicht mehr. Du kriegst jetzt nämlich eine Oranberry ans Gesicht gedrückt. Sakazuki setzt das auch nochmal ein. Und hier natürlich auch noch unseren Beethof natürlich. Soll ich es Anton auch geben? Ach komm, HP ist ganz schön... Doch, HP ist schon ganz schön wichtig. Und dann würde ich mal sagen... Leine los, empor, voraus mit euch, fort, wir wollen loslegen. Sharon, einen wunderschönen guten Tag. Just as thing... Thing session. Just as this is your first gym challenge, this is my first Pokémon battle as a gym leader. Let's both do our best and have a battle we can be proud of. Jetzt sieht man mal wieder meine Englisch-Skills. Ich sage ja nur Leistungskurs Englisch. Oh Mann. Ah, 6 Pokémon. Verfickt nochmal. Und er greift an. Er greift an vor allem. Nein, ich habe Gaiden ja noch ganz vorne. Oh, ich bin so dämlich. Er fängt an mit einem Pikachu. Ich setze einfach mal Razor Leaf ein. Wir fangen mal mit Razor Leaf an. Ich bleibe mal drin bei Blanas. Wie viel Schaden macht das? Das ist zu viel. Hoffentlich kriegen wir einen Crit. Das wäre ja ganz nice. Oh! Ja, setz ruhig den Trank bei Pikachu ein. Jawohl, das machst du gut. Wenn ich jetzt noch einen Crit schaffe, das wäre sexy. Jetzt noch ein Crit und das Pikachu müsste down sein. Schade, 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 Marmelade. Vielleicht reicht ja ein Quick Attack. Nein, es wird nicht reichen. Oh, bitte kein Crit, bitte kein Crit. Bitte kein Crit. Quick Attack und du bist weg. Ha,
Heilige Mutter Maria! Und ich hab's auch noch predicted. Bitte kein Creep. Buneary, Haspirohr. Beethoven hat einen sehr hohen Angriff. Das kann ich gut einsetzen gegen Haspirohr. Holy shit, Alter, mach bitte noch mehr Schaden! So, Haspirohr sollte erstmal mit einem Bugbite ganz schön gut auf die Fresse kriegen. Step Bugbite mit einem sehr hohen Angriff, das sollte. Ja, fast erstmal. One-Hit-KO werden. Work-Up ist nicht cool. Struggle-Bug sollte es immer noch besiegen. Waterbolt? Okay, Waterbolt ist natürlich jetzt irgendwie sehr weird. Wieso kann ein fucking Haspirohr Aquawelle? Egal, das tut jetzt nicht zur Sache. Ein Dusselgur... Sakazuki? Komm, Sakazuki. Bist auf jeden Fall besser gestellt als ein Beethoven, weil Beethoven natürlich eine Flugschwäche hat. So, Sakazuki, zeig mal, was du drauf hast mit einem Watergun, spuckt den Gegner mal ein bisschen Wasser ins Gesicht. Das ist kein guter Damage-Output. Erkata ist auch ganz schön uncool. Aber das sollten wir eigentlich easy tanken können. Oh! Die Crits sind heute da, nicht nur auf unserer Seite, auch bei dem Gegner. Ey, was geht da ab? Ne. Okay, das Spiel spielen wir. Das kann ich ziemlich gut, mein Freund. Das kann ich ziemlich gut. Wenn ich einen guten Roll kriege, reicht ein Tickel noch. Und ich bin, solange kein Rückzug gibt, kommt schneller. Ich bin schneller. Das sollte es eigentlich besiegen. Ja, Alter, ich hatte gerade Angst gehabt vor Work-Up, Alter. Digga. Ja, Lillipup, genau. Das ist hier erstmal ein Yorklef. Auch Level 12. Ich bleib mal bei Watergun erstmal. Work-Up, keine Ahnung. Die können das alle, ne? Ach du Scheiße. Work-Up ist echt gefährlich. Vor allem bei dem letzten Pokémon. Ne! Was? Ach du Scheiße! Ich muss Beethoven einsetzen. Ach du Scheiße! Puh, alter Schwede. Wie viel Schaden macht das? Das reicht. Alter! Genau da ist das Pokémon, das ich meine. Es sollte auch ihr letztes sein, wenn mich alles täuscht. Mumfuck, so Level 14. Bugbite, wie viel macht das? Das ist gut. Work up. Jetzt noch ein Bugbite und er ist down. Oder nicht? Du solltest jetzt down sein, Mumfuck, so. Ein Workup sollte. Oh. Leftovers in so ein. Auf so einem. Beethoven mit dem Crit. Ich hab das gar nicht richtig realisiert. Nice one. Und Leadschleife. Naja, nee, das brauchst du nicht unbedingt. Geil, Alter. Bei Stab, Techniker, Leadschleife. Oh, Teddy Ursa auch noch. Teddy Ursa hat auch noch Bock. Ach komm, ich riskier's mal mit unserem lieben Remember Man. Also, das ist ein tougher Kampf. Also, bisher gab es zwei Close Calls. Also, das war heftig. So, Hypnosis. Trifft natürlich nicht. Work up natürlich. Du musst jetzt treffen mit Hypnosis. Hast du mich verstanden, Remember Man? Weil was? Nee. Oh nein. Warte mal, Teddy Ursa hat jetzt aber nicht in dem Spiel Adrenalin oder so. Ich ahne es Schlimmes. Warte mal, ich muss dann ganz kurz was nachschauen. Okay. Nein! Es hat mich verklickt. Ich wiederhole mich. Oder ich verbessere mich. Drei Close Calls.
muss mal ganz kurz... Okay, Beethoven sollte den Angriff überleben. Alter! Okay. HP... Nein, ich... ich setze jetzt schon mal Tafelwasser ein. Das heilt einfach alles dann. Einfach zur Sicherheit. Ich kann mich natürlich jetzt die ganze Zeit hochhalten. Metronom. Okay, Vine Whip. Glück gehabt. Ich kann mich jetzt die ganze Zeit hochheilen. Ist einfach von Toxin oder von einer schweren Vergiftung sterben lassen. Aber das ist ja langweilig. Bugbite, let's go. Und weg mit dir. Unser erster Orden. Ohne Fatalities. Ohne Pokémon, die gestorben sind. Alter, bin ich froh. Alter, bin ich froh, dass wir es geschafft haben. That battle has made me feel really glad you were my first challenger as a good gym leader. I give you this in honor of the strength you and your Pokémon showed. Vielen herzlichen Dank, ey. Den brauche ich jetzt aber auch als kleine Anerkennung, als kleine Bestimmung, Alter. Das war wohl ein ganz schön guter Kampf, du. Basic Badge. Here is your first gym badge, the basic badge. This is an important milestone. With this badge, Pokémon up to level 20 will obey you, including traded Pokémon. And I want you to take this. Ja, work up. Natürlich. TM83 can teach your Pokémon the move work up. When you use work up while battling, it raises the user's attack and special attack. By the way, TMs can be used as many times as you want. In the Unova region, there are 8 Pokémon gyms and 8 gym badges. If you're a trainer, you could collect all of them. That will make it easier to fill the pages of the Pokédex as well. Yes, 2 years ago, Pokémon in hand, I left on a journey with my friends. Ich kenn dich! So. Ach, wir können ja hier gar nicht. Was, Jupiter? Ach, Juniper, ich wollte gerade sagen. Stimmt, so heißt der ja hier. Oder sie, besser gesagt. Sehr interessanter Name auf jeden Fall. So, ich würde mal sagen, wir latschen aber ganz schnell zum Pokécenter, bevor hier noch irgendwas Schlimmeres passiert. Nein, Bianca muss natürlich erstmal dazwischen. Hey! Natürlich. Hallo, Bianca. Na, wie geht es dir? Ja, Glückwunsch. Du hast hier... Return? Okay. Du hast doch noch was Gutes an dir. Du schenkst mir gerne TMs, und zwar ziemlich gute TMs. Also, Rückkehr dazu sage ich natürlich nicht nein, du. Also, vielen herzlichen Dank dafür erstmal. Ja, jetzt haben wir erstmal aus dem Visu-Caster da reingeknallt. Und natürlich direkt wird angerufen. Das wundert mich natürlich überhaupt nicht, dass wir genau dann angerufen werden, wenn wir gerade die Nummern exchanged haben. Boah, ich merke so langsam. Das habe ich gestern Abend gemerkt. Meine Zähne werden irgendwie schmerzempfindlich. Ist mir aufgefallen. So, wenn ich kaue oder irgendwas esse oder so, meine Zähne reagieren da sehr, sehr beschissen darauf, kann ich euch sagen. Es tut sehr doll weh zu beißen, zu essen. Oh, ah ne, Matisse kommt noch. Ach, warte, nee, gar nicht. Robin! Warte, er will jetzt auch? Ja, klar, er will jetzt auch kämpfen, alles klar. Ja, Robin, ich wünsche dir mal viel Glück, würde ich sagen. Ah, wobei, nein, ich hoffe, du stirbst während des Pokémon-Kampfs. So, being a gym leader, bla bla bla. Using the CGR, ja, ja, CGR, Alter, so ein krasses Gerät. Nein! Yup, ist okay. Ich möchte es gar nicht anhaben. Also nichts gegen den CG, das haben sie eigentlich ganz cool so gemacht. Auch von der Idee her so, aber ich habe es so gut wie nie benötigt. Sehr unnötiges Gerät für meinen Augen gewesen. So, dann halte ich mal ganz schnell meine Pokémon. Would you like to rest your Pokémon? Aber sowas von, na, aber tutti alles paluti. Und dann will ich schon mal die Endcard machen. Ich hoffe, euch hat dieser Part hier gefallen. Wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Part von Pokémon Blaze Black Challenge Mode Nuzlocke Challenge. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Bis morgen. Bis denn. Tschüss, Kostjankowski. Bye, bye. Oh mein Gott.